Schönen guten Tag und hallo erstmal. Ja, der Marc vom Kanal Firewoodcraft hatte ja die Tage ein kleines Verschenke-Video gemacht und hat da 6 Pakete zusammengeschnürt und die an die an diejenigen, die sich als erstes melden, verschenkt. Mein Paket ist heute angekommen und vorab schon mal, Marc, vielen, vielen Dank. Super Sache. Ich habe zwar schon mal das Paket aufgeschnitten, aber habe noch nicht reingeschaut. Das wollte ich heute mit euch allen zusammen machen und machen wir ein kleines Unboxing-Video draus. So. Dann schauen wir mal rein. Ja, ich bin der glückliche Besitzer des Paketes Nummer 5. Hat er schön mit reingelegt. Dazu noch eine von seinen Visitenkarten. Firewoodcraft Marc Ross. So, dann schauen wir mal, was der Marc Schönes eingepackt hat. Er hat die Sachen ja eigentlich im Grunde schon vorgestellt, aber ja, schauen wir einfach mal rein. Ja, zum einen ein komplettes Set mit Wanderkarten vom Harz. Guck an, Westharz, Ostharz, Harz-Begleitheft 1 und 2. Ja, cool. Werde ich mit Sicherheit mal brauchen können, weil der Harz, da möchte ich auch mal hin. Den möchte ich mal kennenlernen. Ich stelle es mal ein bisschen auf Seite. So, also einmal ein Kartenset. Super. Dann hat er reingepackt, das ist der Gaskocher. Ja, auf den habe ich mich besonders gefreut. Super Teil. Ich habe zwar einen Mini-Gaskocher, aber ich denke mal, das hier ist so für so ausgedehnte Bushcraft-Lager besser als wie dieser kleine Mini-Brenner. Der ist zwar auch nicht schlecht, aber so für im Lager oder so, oder wenn man mal ein bisschen länger im Wald rumkampiert, gefällt mir das hier besser. Schön mit Piezo-Zündung. Klasse, brauchen wir kein Feuerzeug. Und das Coole daran ist, hier ist ein Adapter dabei, der passt auf irgendwelche bestimmten Flaschen, die es wohl bei eBay gibt. Muss ich mich noch erkundigen, was das im Einzelnen ist. Marc hat es nur kurz angesprochen. Klar, alle Schraubflaschen mit Schraubkartuschen und mit Schraubanschlüssen, nicht Schraubkartuschen. Ja, und hierfür gibt es dann irgendwelche Gasflaschen, wo der Adapter drauf passt. Muss ich mal anschauen. Auf jeden Fall müssen die recht günstig sein. Super, klasse. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. So, was haben wir als nächstes? Ja, auch toll, ein Fernrohr mit Stativ. Ja, das geht auf jeden Fall weiter. Das werde ich selber nicht benutzen. Da wird sich mein Sohn drüber freuen. Also, das werde ich weiter verschenken. Da wird mein Söhnchen Spaß dran haben. Aber auch toll, schönes Fernrohr. Sogar einstellbar hier, sehe ich. Coole Sache. Ja, und natürlich ein Tripod dazu. Top. Perfekt. So, das ist Packmaterial. Ja. Dann hat er hier noch reingepackt.
Bienenwachs, nehme ich an. Oder überhaupt irgendein Wachs. Ne, hier ist Bienenwachs. Das müsste Bienenwachs sein. Hier das. Jedenfalls Wachs. Kann man benutzen für Schuhe, für irgendwelche Klamotten. Ich denke mal, dafür ist es gedacht gewesen. Zweimal zwei Kartönchen Trioxan. Das müsste sowas ähnliches sein wie diese S-Bit-Würfel. Halt Brandmaterial. Dann dazu zwei S-Bit-Kocher. Habe ich davon auch mal welche? Eine Schoka-Cola-Dose. Leer? Okay. Was man jetzt damit soll, weiß ich jetzt nicht, aber. Ja, gut. vielleicht kann der Marc ja als Kommentar mal. Ja, gut, man kann irgendwas reinpacken. gut, klasse. Eine Schoka-Cola-Dose. Hier ein Schuhputzset. So wie er sagte, der Schweizer Armee. Mal gucken, was da ist. Aha. Zwei kleine Bürsten. Hier haben wir Schuhcreme. Ein Poliervlies. Keine Ahnung. Was haben wir hier drin? Ah, hier sind die Schuhbürsten drin. Okay. Und hier in der Mitte. Garn. Ein Lappen, Kordel. Knöpfe. Okay. So was gehört in der Schweiz zur Schuhputzausstattung. Okay. Ja. Ein Schuhputzset. Hier ist noch Nummer 62. Kann ich jetzt auch nicht wirklich was mit anfangen. Okay. Naja, ist auch egal. Ist auf jeden Fall ein super Set. Und mit Sicherheit brauchbar für unterwegs. Mal schnell die Stiefel sauber zu machen. Coole Sache. So. Und dann haben wir noch was. Da kommt ich mal wieder rein. Und zwar ein Topfset von Relax. Outdoor Equipment Biwak Edelstahl Junior 1,4 Liter Inhalt. Topf mit Deckel und so eine Zange, also ein Griff. Okay, ne, ist ein Topf mit Deckel, da ist noch was drin, sondern es sind zwei verschiedene, ne? Ja, genau. Kann man als Deckel benutzen, guck. Aber grundsätzlich denke ich mal, sind es einfach Topf und Pfanne. Und hier halt der Griff. Ja, super. Perfekt. In Verbindung mit dem Gaskocher. Super Set. Klasse Sache. So, was haben wir hier? Was ist das? Ach, das ist diese Solarlampe. Sauber. Ja, eine kleine Solarlampe. Cool. Super. Ja, das war der Paketinhalt. Nochmal. Vielen, vielen Dank, Marc. Eine super Aktion von dir, dass du deinen
nicht benötigtes Equipment verschenkst. Alle Achtung. Die meisten würden doch eher versuchen, die Sachen zu Geld zu machen. Also von daher, Hut ab. Tolle Aktion von dir. Ja, ich kann mich nur nochmals bedanken und wünsche dir für deine Zukunft im Süden Deutschlands alles Gute. Ich hoffe, dass euer Umzug reibungslos klappt und dass du dich schnell in deiner neuen Heimat einlebst. Und ja, alles so wird, wie du es dir vorstellst. Ja, das soll es gewesen sein vorerst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wer auf dem Laufenden bleiben will, vielleicht ein Abo. Natürlich, wenn irgendjemand was am Video auszusetzen hat, auch das darf er gerne in die Kommentare schreiben. Macht's gut, schönen Tag noch. Ciao.